Captain Finch wollte unter allen Umständen verhindern, dass ein Unwürdiger seinen Platz einnimmt. Also versteckte er vor seinem Tode seine berüchtigte Piratenflagge an einem gefährlichen Ort. Zuletzt soll er auf Kila, in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, gesehen worden sein. Das reicht mir. Aber wo haben die denn bitte schön ihr Schiff hier? Hier ist ja nichts. Hier ist nirgendwo ein Hafen oder so. Taverne. Nein, nein. Jetzt, da der Kalador befreit ist, wird er sich vielleicht dazu bewegen lassen. Wer denn? Unten in der Eisenbucht. Auf der Fregatte Kane. Ist doch hier die Eisenbucht, oder nicht? Kann ich da hinten schippern? Nee, kann ich nicht. Meine Güte, wo ist der? Ah, Scavenger. Kommst du her? Wo war die Eisenbucht? Riesenratte. Oh, da ist noch mehr. Komm her. Ich meine, wir waren schon mal bei dem Typen. Aber wo ist der? Kommt jetzt auch wieder zurückgekommen hier. Alles Mistviecher. Ging das hier runter zu dieser Eisenbucht? Lalalala. Oh. Da habe ich eine Spinne nicht gelootet. Hier war was anderes. Wow, wow, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ah, hier so ein Termitenviehzeug. Ja, und ich schlag wieder immer daneben. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier alles befriedet. Mann, jetzt schlag doch das Vieh eigentlich mal kaputt, ey. Der macht mich doch kaputt. Ja, geht doch. Meine Güte. So, wieder Fleisch. Ah, da. So die Fregatte der Dämonenjäger. Ne, hier bin ich noch nicht gewesen. Gut, dich zu sehen. Hier bin ich noch nicht gewesen, meine ich. Überall brennen immer so komische grüne Feuer bei denen. Na, mein Junge. Was haben wir denn hier auf der Fregatte zu suchen, hm?
Entspann dich, ich sehe mich hier nur mal um. So, so. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du hier etwas zerstörst, klar? Die Menschen brauchen euch da draußen. Eine Flotte von Geisterschiffen ist auf dem Vormarsch und sie machen keine Gefangenen. Das weiß ich. Doch was sollen wir machen? Eine Fregatte gegen eine ganze Flotte? Ohne einen konkreten Schlachtplan wäre das glatter Selbstmord. Wer hat hier an Bord das Sagen? Unser Kapitän ist in der letzten Schlacht gegen die Schatten gefallen. Also habe ich das Kommando übernommen. Du bist Krieger. Ich bin zwar kein Seemann, aber ein paar Matrosen befehligen kriegt dieser alte Feldherr noch hin, mein Junge. Die Schatten haben uns eine derbe Niederlage im Norden von Kalador versetzt. Das müssen wir erstmal verdauen. Solange wir nicht wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben, bleiben wir an Bord zwar wachsam, aber im Hintergrund. Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Du bist sehr hartnäckig. Also gut, mein Junge. Überzeuge mich. Die Schatten sind überall. Auf dem Meer und auch an Land. Ich sitze hier in der Mitte und kann weder vor noch zurück. Zeig mir einen Weg aus meiner Klemme und ich werde deinen Rat befolgen. Aber keine "Wir schaffen das schon" oder "Alles wird gut" Sprüche. Ich will etwas Handfestes hören, klar? Ich denk drüber nach. Mach das. Solange werde ich hier weiter vor Anker liegen, wenn's recht ist. Ich habe einen Schlachtplan. So, so. Dann lass mal hören, mein Junge. Eldrick hat mich auf eine Mission geschickt, um uns von den Schatten zu befreien. Aha. Ich war ein Piratenkapitän, bevor ich zu euch kam. Ach ja? Ich kenne unseren Feind auf See. Sein Name ist Crow und er ist ein Geist. So, so. Ach ja, Admiral Alvarez will in Antigua eine Flotte aufbauen. Alle Gemeinschaften der Südsee, die ein Schiff führen können, sollen sich dort einfinden. Wir sollten uns ihm anschließen. Du hast Eldrick und die Piraten auf deiner Seite, sagst du? Gut, mein Junge, du hast mich fast so weit. Aber eine Frage wäre dann noch. Zwei Kapitäne sind einer zu viel. Also, wer wird das Schiff kommandieren? Du bist bestimmt ein guter Feldherr, aber kein Seemann. Na schön. Ich sehe, du hast gute Referenzen und du scheinst so etwas wie einen Plan zu haben. Ich überlasse dir die Fregatte. Aber nur unter einer Bedingung. Ich werde an deiner Seite bleiben und deine Taten überprüfen. Willkommen an Bord, Captain. Ja, ich habe ein Schiff. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Was denn? Du zweifelst jetzt schon an deiner Entscheidung? Nein, aber... naja. Warten wir es erstmal ab. Aber merke dir, ich bin es nicht gewohnt, dass man mir Befehle erteilt. Also, fange auch erst gar nicht damit an. Werd's mir merken. In Ordnung. Also, auf eine ertragreiche Jagd. Aber vergiss nicht, ich behalte dich im Auge. Jetzt haben wir ein Schiff. Pass auf deinen Rücken auf, klar? Ich will nur die anderen hier hinbringen. Vielleicht kommen die automatisch mit, wenn ich in See steche. Lass mal ein bisschen speichern. Kieler. Ja, auf nach Kieler. Jetzt ist die Frage, ob wir direkt eine Seeschlacht haben. Auf jeden Fall ist eine Animation. Bones!
Na gut, gehen wir platt. Oh. Übernimm du die Kanone. Klar, mach ich. Muss ja die Typen hier looten. Oha. Okay. Still, Mann. So, da. Boom, geht doch. Nachladen, okay. Boom. Nachladen. Das ist aber echt wackelig hier. Hier nicht mal was. Autsch. Bin ich down. Hat nicht so funktioniert. Weil irgendwie ist die das Ziel ziemlich daneben. Komm, lad schneller. Ja. Jetzt kommt das hier bei 48% rum. Yeah, wir haben 1% mehr. Ey, das ist ja so irre lahm. Och, komm. Ja, kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Hä? Ja? Die Waffe weggesteckt. Übernimm du die Kanone. Kennen wir schon. So, speichern. Nee, nicht laden. Ich kann gar nicht speichern. Was ein Mist. Hallo, Kanone. Hier. Übernehmen. Achso, nee, ich muss ja da an die Kanone rangehen. Ne? So, zwei halten. Ja, es geht doch mal hier rüber. Ja, zwei. Die Typen nicht treffe. Ja, los, ich muss mal mich hier heilen. So. Hä? Wieso treffe ich die Miskerle die ganze Zeit nicht? Ah, ich habe jetzt einen erwischt. Los, rüber da. Loslassen. Muss ich wieder heilen. Ah, will er nicht. Jetzt mal den Cooldown abwarten. Ja, ist klar, ich komme hier hin. Nicht direkt wieder auf die Mütze, ne? Wow. Nehme ich jetzt ein? Warum triff ich den Typen da nicht? Boah, das geht mir voll auf den Zeiger hier. Hier einfach nichts trifft. Hey! Das ist so ungenau, der Mist hier. Jetzt verstehe ich auch, was die Leute meinen. Von wegen, dass das. Ja, klar. Steh auf! Ich lebe doch noch! Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte noch ein Leben gehabt! Ey. Was soll denn die Scheiße? Und jetzt gammelt das hier wieder bei 48% die ganze Zeit rum. Ich krieg einen Anfall. Naja, Kampfsysteme sind echt so blöd für. Kriegen die nicht auf der Kette. Egal was das ist, sie vermurksen uns immer nur.
Lad schnell, ey. Komm mir vor, wenn man mit meinen 100 Megahertz Rechner spielen würde. Meine Kacke, dass ich jetzt hier immer wieder neu haben muss. Ah, ich hab wieder Waffe gesteckt. Ah, komm, mach platt hier. Übernimm du die Kanone. Ja, mach ich ja. Wenn die Kacke hier mal anständig zielen würde. Ja, schießen. Einen habe ich mal weniger. Den da hinten treffe ich die ganze Zeit nicht. Ist doch nicht normal. Hey, ich schieße die ganze Zeit drüber. Da will einer erwischt. So, und wieder einen erwischt. So, ich nehme ihn heilen. Und ran da. Endlich so hoch. Dann, oh. Was hör auf so rum zu wackeln hier, ey. Jetzt ist der da, jetzt. Ja, wie er einfach keinen Schaden nimmt. Ich sollte mal hier wieder weggehen, sonst bin ich gleich wieder direkt tot. Kann ich auch nicht in eine andere Kanone rangehen? Ja, hier ist keine andere. Den dicken hier nehmen. Ja, was soll der das eigentlich, dass immer da so nach oben zielt? Und den da hinten? Den treffe ich einfach die ganze Zeit nichts. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Ey. Diese doofe Wackelei hier. Ja, wieder Leben. Ja, was soll denn das? Warum bin ich denn schon wieder direkt tot? Steh doch auf, du dummer Affe. Ja, ist klar. Ich hab doch noch Leben. Ich sehe doch, wie ich noch Leben habe. Warum bin ich denn tot? Will nicht geladen werden. Ja, ich will dich auch nicht laden. Boah, ich will ihn 100 Mal sehen. Mit dir mache ich trotzdem Prozess. So, echt total für den Arsch, ne? Es wackelt ohne Ende rum. Ich muss die doofen Soldaten punktgenau treffen. Und er eiert ohne Ende rum. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen. Was soll denn der Scheiß? Warum kann ich jetzt hier nicht speichern? Vor allem, warum verrecke ich einfach? Obwohl ich genau drauf bin, noch Leben habe. Also ich komme auf den Idioten dann überhaupt gar nicht drauf. Der eiert hier ohne Ende rum. Wie soll ich denn hier genau zielen?